ich hab's gehört. Okay. Hatten wir doch auch unsere Veranstaltung. Gut. Die blauen Riesen wiederum sind teilweise größer als die normalen roten Riesen. Wir haben hier mal den Vergleich zu unserer Sonne und hier unseren großen Planeten. Also die sind schon sehr, sehr groß. Weiße Zwerge hatten wir schon mal, die bleiben übrig, wenn kleinere Sonnen sterben und ihre Gashüllen von sich wegstoßen. Ist das das Auge Gottes? Nö. Das gibt es auch im Universum. Du musst machen, du kannst du gut. Von diesen Nebeln gibt es viele. Der Helixnebel sieht zum Verwechseln ähnlich. Und, ja, vielleicht hat Gott ja viele Augen. Was? Es geht jetzt nicht um Religion. Philosophie. Oder Philosophie. Ja. Oder ganz einfach, dass man rein interpretiert. Auf jeden Fall sind ein sehr schönes Foto. Man kann mit einem etwas größeren Teleskop das Ding auch beobachten. Also wenn wir eine klare Nacht haben, man hat ein Teleskop mit 20 cm Öffnung, kann man den auch so sehen. So richtig so. Also wie so ja, und verschwindet der weiße Zwerg dann? Die Gashülle verschwindet als erstes. Der weiße Zwerg brennt dann relativ heiß noch nach. Und ist dann ein Stern, den man sehen kann? Oder? Das ist ein Stern, den man sehen kann, das würden wir hier nicht sehen. Wie vielfache Vergrößerung bräuchte man dann, um das so? Um das so zu sehen, das ist naja, ein normales Teleskop so, nicht hin. Ja. Ja, für den Ringnebel in der Leier ab 100-fach. Und sieht man in der dunklen Nacht wie so ein Zigarettenrauch drin. Sieht er dann aus, ein etwas größeres Teleskop. Man muss natürlich dazu sagen, dass der beleuchtete Ring, die Lichtenergie, die da reflektiert wird von diesen Teilchen, die ist lange vorher hat die stattgefunden. Jetzt sieht man vielleicht das weiße Zentrum, aber vorher ist das Licht ausgesendet worden, das jetzt reflektiert wird von den Teilchen. Man sieht ja, dass alles zeitversetzt. Also die ganzen Frequenzen, die hier ausgesandt werden in den verschiedenen Wellenlängen, die sind zum gleichen Zeitpunkt ausgesandt worden. Was man sagen kann, diese Farben können wir im Teleskop natürlich nicht sehen, weil unsere Augen sind nicht in der Lage, so viel Licht aufzuaddieren. Also ich meinte, die Hülle ist ja schon einige tausend Lichtjahre entfernt vom Zentrum des weißen Zwerges da. Und das ist jetzt nicht gegenwärtig so beleuchtet, sondern das ist der Ausdruck der vorhergehenden Explosion und des vorhergehenden erzeugten Lichtes, das man außen noch von der Hülle sieht. Ne? Zu diesem Zeitpunkt. Ja. Man sieht trotzdem näherungsweise von der Emission her, das Ereignis von dem weißen Zwerg und von der Emissionshülle, von der Emissionshülle gleichzeitig. Was ich noch sagen wollte, ist, wir können die Farben nicht sehen, weil unsere lichtempfindlichen Zellen, die Stäbchen, halt keine Farben sehen können. Nur die Zapfen, die wir fürs normale Sehen, die jetzt benutzen, die sind in der Lage, verschiedene Farben zu sehen. Wenn man dann mit einem richtigen großen Teleskop ab 50 cm Öffnung sich den Nebel anguckt, fängt es langsam an, so ein bisschen farbig zu werden. Das macht mir richtig Spaß. Weil Beobachtungszeiten zu großen Teleskopen hatten wir nicht so oft. Wir haben vom Physikalischen Verein Gott sei Dank ein 50 cm Teleskop. Wenn man dann eine gute Nacht hat, kann man sowas mal sehen, so zwei, dreimal. Ja. Supernova-Explosionen, die sehen dann so aus, ziemlich zerrupft. Das ist eine Supernova, die zu dem Zeitpunkt auch beobachtet wurde, die war am Taghimmel zu sehen als milchiger Fleck. Also diese Supernovae werden dann zum Zeitpunkt der Explosion so hell wie eine gesamte Galaxie für kurze Zeit. Wodurch entstehen dann die Farben, die wir jetzt auf dem Bild sehen? Die Farben entstehen, die Schockwellen, die man hier sieht, gehen hier mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten raus. Deswegen sieht man sie in unterschiedlicher Form, aber wird auch von der restlichen Energie von innen von der Supernova, werden die verschiedenen Zonen
verschiedenfarbig angeregt. Eigentlich ist es genau das gleiche wie bei ihm davor. Ja? Durch die Effekte der Ionisation, des Drucks, der von hier aus entsteht, werden verschiedene Farben. Sie sehen regenbogenartig aus, aber haben dann mit dem Regenbogeneffekt gar nichts zu tun. Wer kreiert diese Farben? Bitte? Wer diese Falschfarben kreiert? Es sind ja weder hier noch hier Falschfarben. Nein? Nein. Ja, echt? Das sind echte Farben. Das ist sehr ruhig. Ja, also bei den beiden nicht. Darf ich mal eine Frage stellen? Ja. Zu dem Ringnebel dahin. Ja. Ist es nicht so, dass die abgestoßenen Gase eine Kugelform haben? In alle Richtungen losgehen. Warum können wir jetzt praktisch da reingucken, als wäre es nur eine äußere Ring? Ja. Bei der Abstoßung wird genau so eine Ebene bevorzugt, wie bei dem Sonnensystem, wo es noch am Drehen ist. Das heißt, diese Abstoßung geschieht dann auch in der Ekliptik des Sterns bevorzugt. Und das ist jetzt nur ein Glück, dass wir den da direkt von der Richtung sehen. Genau wie dass es Glück ist, wenn wir mit der Transitmethode einen Exoplaneten finden, den finden wir ja nur, wenn er genau in der Richtung steht. Das haben wir nachher bei den Pulsaren. Gut, ein Neutronenstern ist dann das, was, oder ein schwarzes Loch, ist dann das, was nach der Supernova-Explosion entsteht, nachdem sie erstmal losgegangen ist. Das ist der noch bestehende Rest des Sternes. Entweder so ein Neutronenstern oder gleich ein schwarzes Loch. Das heißt, wir haben hier, das ist mal so eine fiktive Stadt mit einer Kantenlänge von 20 Kilometern. Und hier drin stecken immer noch bis zu 5 Sonnenmassen drin. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. So ein Würfelzucker, großes Stück, wiegt da Millionen von Tonnen hier drin. Das ist wirklich entartete Materie vom Allerfeinsten und das ist dann auch der Effekt, dass hier bei dieser Massenanziehungskraft. Melancholia? Bitte? Kennst du den Film Melancholia? Nee. Wo sowas auf die Erde trifft? Ja, kenne ich schon, wenn dann die Ozeane nach oben weggehen und so weiter. Nee, und so fort. Das handelt so in einem Haus und Schloss einer Familie, ja, die das so kommen sehen und nicht glauben wollen und dann irgendwann fliegt alles auseinander. Naja, da muss man das nicht gerade dran denken. Ist relativ unwissenschaftlich, da mussten wir uns auch nicht rausschreiben. Genau. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir hier keine Kandidaten, das haben wir ja vorhin schon gesehen, in der Nachbarschaft haben wir keine größeren Sterne. Sirius ist ein naher Stern, aber der ist noch mitten auf dem auf der Hauptreihe drauf, der wird noch Milliarden Jahre leben. Die Kandidaten, die uns das Leben ausschießen können, da komme ich nachher noch dazu, das sind solche Gamma-Blitze. Aber auch da haben wir Entwarnung, weil der Stern, werden wir gleich sehen, der uns da in die Wäsche könnte, der ist Gott sei Dank A, 7000 Lichtjahre von uns weg und B, geht seine Rotationsachse, wie er sich dreht, nicht in unsere Richtung. Weil nämlich genau in dieser Rotationsachse, wenn er explodiert, geht die Gammastrahlung raus. Und so eine Gammastrahlung, also ein Gammablitz, der könnte wirklich innerhalb kürzester Zeit das Leben auf der Erde auslöschen. Und das ist auch schon ein paar Mal passiert. Man kann das nachvollziehen aufgrund von verschiedenen Beobachtungen, dass das Leben nicht nur durch diesen Absturz des Asteroiden einmal unterbrochen wurde, als die Dinosaurier ausgestorben sind, sondern auch davor ist das Leben schon einige Male ausgestorben. Aber Entwarnung, Gott sei Dank, haben wir im Moment keinen Kandidaten, der uns auspusten kann. So sieht das dann aus.
15 Jahre kein Kandidaten mehr ausgerüstet wird, für wie viele Jahre? Für ganz, ganz lange Zeit. Also für uns ist es auch. Brauchen wir uns keinen Kopf mehr. Ja, ja. Und der Vorteil ist, anders als bei den Asteroiden, wo wir die Kleinen, die auch gefährlich sind, nicht erkennen können, dann braucht es ja ganz einfach ganz, ganz große Objekte, die uns da gefährlich werden können, und die würden wir sehen. Da sind wir auf der sicheren Seite. Bei Asteroiden ab der Grenze von 150 Metern, wir haben da demnächst so einen Brocken. Ja. Apophis. Apophis liegt wann vorbei? 28 oder irgend sowas? Für alle 17 Jahre oder was? Aber er kommt immer näher. Er kommt immer näher. Er kommt also schon fürs nächste Mal ist Entwarnung, da fliegt er an uns vorbei. Ja, und wenn er das übernächste Mal durch ein gewisses Fenster durchfliegt, wird es dann das nächste Mal eng. Das erleben wir nicht mehr. Nee, das erleben wir nicht mehr. Ganz genau. Ja. Man hat ausgerechnet, wenn er nämlich auf die Hauptwache fallen würde, hätte man so ab Ingolstadt Überlebenschancen. Ja. Aber ich glaube, so die größte Gefahr ist momentan eher von innen her. Ja, genau. Also Deppen, ich könnte es sogar aufzählen. Mächtige Deppen. Ja, aber die Neutronensterne haben wir hier mal mit ihren. Dürfen Sie so nah beieinander? Du willst noch was fragen? Nee, es ist nur. Das ist der Knackgrill. Den habe ich nicht kaputt gemacht. Der war schon kaputt. Wir müssen jetzt 20 Jahre vorher wissen, dass er kommt. Bevor wir eine Maßnahme zur Verschiebung der Bahn einleiten können. Ja, aber das ist so. Also wenn du siehst, ist schon viel zu spät. Das wird kompliziert, ja. Gibt es ein paar Methoden, also die Methoden, die man da immer sieht, bei Armageddon in den Filmen, Atombombe hinschicken, Atombombe löst das ganze Problem, das kann man vergessen. Ja, bevor du weitermachst, eine ganz kurze Frage, wie ist es mit der Aufnahmefähigkeit? Nochmal Pause? Also ich kann nicht überhaupt, das ist so grundsätzlich. Ist noch okay? Machen wir noch ein bisschen weiter? Ja. Aber noch eine Frage, kommt die Gammablitze jetzt aus dem Objekt, bevor es ein schwarzes Loch wird, oder kommt es aus dem schwarzen Loch? Also die Gammablitze entstehen entweder direkt bei der Supernova-Explosion oder bei der Kollision von Neutronensternen, die sehen wir auch nachher. Ein Pulsar ist im Prinzip auch ein Neutronenstern, nur der Neutronenstern, der ist bei uns deswegen als solcher identifizierbar, weil man hier seine Drehachse hat und hier seine magnetische Achse. Die stehen fast senkrecht aufeinander. Und dann schickt ihr uns immer so wie so ein Leuchtturm dieses Zeichen vorbei. Und zwar drehen die Dinger sich teilweise von 20 Umdrehungen pro Sekunde bis 300 Umdrehungen pro Sekunde. Man muss sich vorstellen, ein Objekt, das zweimal so schwer ist wie unsere Sonne, ja, auf 20 Kilometer und dreht sich 20 bis 300 Mal pro Sekunde. Was da für ein Magnetfeld entsteht, das ist kaum vorstellbar. Magnetar ist ganz einfach auch ein Neutronenstern, nur dessen Magnetfeld ist so groß, die Rotationsgeschwindigkeit ist so groß, dass sowas hier, das ist eine künstlerische Darstellung, stattfindet. Die Magnetfeldlinien werden hier sichtbar. Aber, wozu haben wir die NASA? Die NASA kann sowas auch fotografieren. Sowas, so sieht es dann aus, wenn man ein Foto davon macht. Radioblitze haben wir einmal, wenn Neutronensterne in die Nähe, ins Gehege kommen und sich dann kollidieren. Und meistens wird dann aus zwei Neutronensternen gleich ein schwarzes Loch. Die Explosion dabei ist genauso groß wie bei einer Supernova und führt zu solchen Gammablitzen. Wir haben da nochmal eine normale Supernova-Explosion und hier eine bevorstehende Supernova-Explosion. Das ist dieser Kandidat Beta Carina in 7000 Lichtjahren Entfernung, der Gott sei Dank diese Rotationsachse nicht Richtung Erde hat. 39 Quasare. Was sind Quasare? Das hier ist eine ganze Galaxie. Und die Galaxie hat einen aktiven Kern. Das heißt, ein schwarzes Loch, ein supermassives schwarzes Loch, das hier innen Materie von der Galaxie aufsaugt. Dabei sieht man nicht etwa von der Erde aus das schwarze Loch, sondern der ganze Tamtam, der um das schwarze Loch stattfindet. Und die Helligkeit von solchen Objekten ist so groß,
dass sie heller sind als die ganze Galaxie. Also die entferntesten Objekte, die wir überhaupt erforschen können, sehen können mit Teleskopen, sind Quasare, weil diese ganze Helligkeit punktförmig ist und vor allem für längere Zeit. So eine Supernova-Explosion, die ist mal, die flacht dann ab. Ja. Ein Quasar, der bringt diese Leuchtkraft, wir sehen hier visuelle Aufnahmen im Infrarotbereich, weil die sind so weit weg, dass sie Infrarot verschoben sind. Also die Wellenlänge geht dann mehr ins Rot. Die hellsten Objekte, die längere Zeit hell sind im Kosmos. Schwarze Löcher. Wurmlöcher? Bitte? Sind das Wurmlöcher? Nö, Wurmloch ist was anderes. Ein Wurmloch wäre eine Verbindung zwischen einem schwarzen Loch in eine andere Dimension. Ja. Gibt es theoretisch, man hat noch keins irgendwie wirklich. Bitte? Michikaku. Was man hier sieht, ist im Prinzip auch wieder nur das um das schwarze Loch drumherum, weil das schwarze Loch selbst hat einen sogenannten Ereignishorizont. Alles Licht, was da eintrifft, wird so umgebogen, dass es in das schwarze Loch geht und wir deswegen halt nichts von dem ganzen Zauber sehen. Das ist auch Horizont für uns. Wir können da nicht hineinschauen. Das ist jenseits des Universums zugänglich. Ja, man könnte es noch weiter ausholen. Würde man reinstürzen, würde während des Sturzes die Zeit unendlich gebremst werden. Das heißt, man würde unendlich lang hineinplumpsen. Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Das hier ist das Hubble-Deepfield von dem gleichnamigen, ich gebe jetzt mal richtig Gas, vom Hubble-Teleskop aufgenommen wurde. Das Bemerkenswerte ist, wie viele Sterne sieht man hier? Millionen. Ich sehe hier, nein. Ich sehe hier einen Stern, ich glaube, es ist irgendwo noch ein Stern. Jeder andere Punkt ist kein Stern, sondern eine Galaxie. Ja? Ja. Wenn man sieht, dass es das Flecken sind, dass die eine gewisse Form haben, sind keine Sterne hier zu sehen in diesem Feld, außer die paar, die Sterne. Dann ist es hier genauso wie bei dem Sternenwald, wo man verschiedene Klassifizierungen vornehmen kann. Nur hier ist es ein Galaxienwald. Hier kann man nach Hubble, das ist das Stimmgabeldiagramm, von einer elliptischen, von einer runden bis hin zu Spiralgalaxien, Balkenspiralgalaxien, das auch noch ein bisschen genauer betreiben. Hier kann man hier sehen, man hat hier unheimlich viele verschiedene Arten von Galaxien. Ja. Unheimlich, aber nicht unendlich. Weil diese Kandidaten, wie man sie hier sieht, sieht man absolut mehrfach, genau wie die Sterne im Weltall. Es gibt also keine unendlich verschiedenen Typen. Ja? Messmethoden in der Astronomie. Das wäre jetzt was für Wolfgang Englisch. Ja, der ist nicht da, leider, weil seine Firma, seine Ex-Firma, hat diese Spiegel hier produziert, die auf dem Mond aufgestellt wurden. Das sind Prismenspiegel. Ja. So hat man die Möglichkeit, hier von der Erde Strahlen, und dabei ist es egal, ob das jetzt ein Lichtstrahl ist, ein Radiostrahl, ein Mikrowellenstrahl, auszusenden. Und man wartet, bis das Echo zurückkommt. Und nach der Formel Laufzeit von da nach da kann man ausrechnen, bis auf ein paar Zentimeter genau, wie weit ist der Mond um dieses Prisma gerade weg. Und ganz leichte Sache. Dann die Parallaxenmethode. Wir haben hier die Erde einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Um die Sonne rum. Das heißt, wir haben hier zweimal 140 Millionen Lichtjahre Basis. Und dann können wir hier wie Landvermessung betreiben. Kilometer, dankeschön. Ja, 140 Millionen Kilometer und dann können wir hier ganz normal über die Winkel wie Landvermessung betreiben. Das geht aber nur bis zu einer bestimmten Distanz. Da gibt es Beispiele dafür, nämlich in der Sommernebel, der Sommerdreieck, die Konzentration schwindet man langsam. Das Sommerdreieck hat ja drei Sterne, das ist Deneb, die Vega und Altair. Die Vega ist so 24 Lichtjahre weg, bei Deneb sind 3000 Lichtjahre angesagt und Altair ist so irgendwie dazwischen. Bei Altair, wenn man nachliest, ist die Entfernungsangabe 3000 Lichtjahre plus minus 1500. Das heißt 50% Ungenauigkeit. Das bedeutet,
Da scheitert er genau diese Methode. Und die nächste Methode, die ich hier habe, die funktioniert da noch nicht. Da ist eine Lücke dazwischen, da können wir keine genaue Messung betreiben. Cepheiden-Methoden. Die Cepheiden sind veränderliche Sterne. Die ändern ihre Helligkeit in einer gewissen Kurve. Es gibt da Sterne, die haben solche Kurven, weil irgendwelche Planeten vorher durchgehen oder irgendwelche Dunkelnebel. Aber die Cepheiden, die machen das von alleine. Und der Trick ist jetzt, wir wissen aufgrund der Rhythmik, wie die sich verdunkeln und wieder heller werden, wie hell ihre absolute Helligkeit ist. Und gehen wir in diese Formel und messen und rechnen quasi ihre absolute Helligkeit in die Relative, die wir hier messen, und kriegen so die Distanz raus. Das heißt, wir wissen, wir haben hier eine 20 Watt Glühbirne in 100 Meter Entfernung. Dann könnten wir auch messen, wie hell ist die bei mir noch, nach der Formel, und würden dann sagen, die ist so und so viel Meter weit weg. Ein weißer Zwerg und eine Supernova kommen sich in die Nähe. Der weiße Zwerg ist ziemlich klein und hat ziemlich viel Masse, saugt von dem großen braunen bzw. roten Riesen Materie ab. Und nun geschieht Folgendes. Immer bei einer seltenen Masse, nämlich bei etwa 2,3, ja du bist schon, bei etwa 2,3 Sonnenmassen explodiert dieser Stern, und das ist immer bei der gleichen Masse. Das heißt, die Supernova-Explosion ist immer gleich groß. Dann messen wir die Helligkeit davon und wissen von daher die Entfernung. Entlässt du mich? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, wie so die Allgemeinstimmung ist, aber ich höre ein bisschen Müdigkeit. Ja. Und ich sehe sie auch. Also ich glaube, das war jetzt schon unglaublich viel an Informationen. Das war auch schon wirklich toll. Aber ich glaube, jetzt die Aufnahmefähigkeit kommt an ihre Grenzen. Okay. Ja. Ist es so? Oder jemand andere Meinung? Ja, vor allen Dingen, weil das Thema ist. Wie viel hatte denn noch Mikrofonie? Wir können aber auch gerne jetzt nochmal eine 10 Minuten Pause machen. Und ja, da hat er gerade. Ach, von 300? Ja. Nee, nicht von 300. Das geht jetzt relativ schnell durch. Das ist nochmal die Rotverschiebung entfernter Galaxien. Da misst man ganz einfach das Spektrum und sieht, bei entfernten Galaxien sind diese Linien von den verschiedenen Elementen an anderen Stellen. Und über diese Distanz der Entfernung können wir sagen, wie weit die weg sind. Ja? Kosmologischer Streifzug, das ist eigentlich ein Witz. Das ist die große Struktur, die größte Struktur des Universums, die wir überhaupt erkennen können, berechnen können. Und das sind ganz einfach die Hirnzellen. Sieht fast gleich aus. Ne? Dann die Grobstruktur im Universum, Erde, Sonnensystem, die Nachbarschaft, und die hat das auch, die Milchstraße. Dann unsere lokale Gruppe, das ist sozusagen so der, das ist wie Hessen ungefähr, das ist so die Stadt, das ist wie Hessen, das ist dann wie Deutschland, Europa, die Welt. Ja, das sind so die Klassen von Größenordnungen im Kosmos. Glücklich war es auch, am Anfang des Universums hatten wir das Glück, dass pro 1 Milliarde Teilchen Antimaterie ein bisschen mehr Materie entstand. Ja? Ansonsten würde alles in unserem Universum ständig ausgelöscht werden. Das heißt, dieses milliardste Teil ist alles, das wir kennen. Das Gottesgleiche. Vielleicht, ja. Genau. Und dann ist noch was Entbehrbares dabei. Das hatten wir, glaube ich, schon. Irgendwann wächst unsere Sonne, dann ist unser Planet viel zu nah an der Sonne und es ist uns ganz einfach zu heiß. Das sind die verschiedenen Schicksale des Alls. Es gibt einmal hier das Schicksal von den Erden bis zum Ende, dass es auseinanderfliegt und wieder zusammenfliegt, also wie so eine Feder, auseinander und wieder zusammen. Ein gebremstes Universum, das nach draußen geht. Eines, das Schnur geradeaus, ungebremst geradeaus geht, aber das ist das Universum, das wir im Moment messen. Es geht beschleunigt auseinander und wir wissen nicht warum. Und das ist der Grund, warum man davon ausgeht, dass da draußen noch irgendwas ist, was wir nicht verstehen, nämlich die dunkle Materie und die dunkle Energie. Das spricht doch gegen die Urknalltheorie, ne? Nee. Weil da wusste sich ja verlangsamen eigentlich. Nee. Okay. Aber ich glaube, da war noch eine andere Frage zuerst. Das Universum dehnt sich aus. Ja.
Das heißt, morgen ist die Außengrenze weiter weg als heute. Ja. Was ist dort gewesen, was, die, was das Universum erobert hat? Ja, gar nichts. Der Raum hat sich abgebildet. Was ist dort gewesen? Das ist, das ist immer noch ist relativ. Die Geschwindigkeit von Urknall. Es geht ja dort nach draußen ins Nichts, da ist ja auch kein Raum. Eben. Weil da, wo da ist ja nichts, und da, wo keine Masse ist, also keine Masse ist, ist auch keine Zeit. Ja. Das heißt, wo nichts ist, wird jetzt ein Raum geschaffen. Genau, ja. Weil es wird gefüllt mit Raum und Zeit. Und nur da, wo was ist, kann ein Aggregatzustand Veränderungen stattfinden. Und ansonsten ist da nach draußen hin ganz einfach nichts. Oder ist das wieder nichts? Weil wenn sie es ausdehnen mit höherer Lichtgeschwindigkeit, wissen wir ja nicht, was da kommt. Ja, ja. Das ist ganz schwer. Wir sehen das nur so. Aber objektiv sehen ist es nicht unverändert. Mhm. Ja. Gut. So, dann glaube ich, kommen wir jetzt zum Ende. Das jetzt hier aufheben, nochmal ganz kurze Information. Unsere nächste Veranstaltung findet statt am 15. Ist noch Zeit für eine einzige Frage? Ja klar, logisch. Ich bin total beeindruckt als Designer und Grafiker, allein schon die Optik, also à la Bonheur. Okay. Aber ich möchte doch, für mich ist natürlich alles ein bisschen Bacon zählen, messen, ja. Bin ich an der Grenze der Überforderung. Aber ich möchte doch, zumal Sie ja wohl ein qualifizierter Kirchenmusiker sind, möchte ich nochmal die Frage stellen, die sogenannte Gretchenfrage. Ja. Gretchen fragt Faust, wie hältst du es mit der Religion? Das ist die Gretchenfrage. Und was sagt Faust? Mein Liebchen, wer kann das schon wissen? Wer kann ihn nennen, ihn erkennen? Nach Gott magst du Priester oder Weise fragen und Ernst am Ende nur Hohn und Spott. Name ist Schall und Rauch. Also ich verkürze es jetzt mal so ein bisschen. Wie kriegen Sie Ihre Kirchenmusik mit diesen Dimensionen kalter zusammen? Also die Kirchenmusik ist einige Zeit nicht mehr mein Hauptbetätigungsfeld. Ich spiele Klavier und mache in erster Linie Popmusik. Reproduzierende Popmusik. Auch Jazzmusik. Ich sehe keine Diskrepanz. Das ist keine große Diskrepanz, weil Musik ist ja Mathematik so ein bisschen. Was du sonst machst. Also, ein Hirn, ein Kopf ist das, wo alles drin ist. Ja, also. Ja, aber beides erzeugt sogenannte menschliche Wärme. Die Popmusik und die Kirchenmusik. Ich will das mal jetzt vereinfachen. Ja. Und das ist eine andere Qualität, oder? Das ist eine andere Qualität, ja. Als ja. Das, was wir mit Teleskopen und also das eine ist ganz einfach das Faszinierende, Nachvollziehbare und die Wärme, die in unserem Leben ist, das ist hier. Das andere ist das kaum Verstehbare da draußen. Und das ist das Mystische, was die Astronomen, die Leute, die sich mit dem All beschäftigen, auch am Arbeiten betreiben. Das sind zwei völlig verschiedene Baustellen, das hier und das... Ja, das ist quasi jenseits. Der Himmel, die Astronomie hat ja so zwischen den zwei Welten, das war meine Frage. Zwischen Realität und nicht nachvollziehbar. Ja. Weil man sieht ja da oben die Sterne, sie sind unerreichbar, aber es ist so ein Zwischending zwischen weit weg und. Das ist genau das, was man in der Philosophie versteht. Genau. Ja, ich denke, wir schließen jetzt hier einfach mal das Thema Himmel bei uns und möchte jetzt ganz gerne noch die Nina Sedano vorstellen. Das wird unsere nächste Referentin sein. Sie ist bekannt als Ländersammlerin und hat auch schon diverse Bücher geschrieben. Und ihr nächstes Thema bei uns wird dann sein in 80 Minuten um die Welt. Das wird der 5. Oktober sein. Es gehen die üblichen Einladungen raus an alle diejenigen, die bei uns gelistet sind mit E-Mail-Adressen. Das heißt, wer Interesse hat, auch künftig bei Veranstaltungen informiert zu werden, um was es geht, einfach die E-Mail-Adresse bei uns hinterlassen und dann wird jeder informiert. Jetzt schließe ich hier die Veranstaltung. Das heißt aber nicht, dass alle unbedingt direkt nach Hause gehen müssen. Wir haben nämlich noch Wein da und bilden mit Sicherheit auch noch die eine oder andere kleine Gruppe. Und der Referent ist da, den kann man auch weiter löchern. Ja, das wäre auch gut.